Und damit, moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir spielen wieder Mod War. Und ja, hier gucken wir uns erstmal um, weil hier soll in letzter Zeit einiges passiert sein. Um genau zu sein, vorgestern, weil das einigermaßen gut aus. Alles klar. Ich würde sagen, oh Gott, die FPS-Drops nerven schon wieder. Wir sind unter der Erde. Gehen heute wahrscheinlich sehr viel unter die Erde. Weil wir noch einiges brauchen. Ich würde sagen, wir gehen unter die Erde fahren. Haben wir zufällig Kohle noch irgendwo? Ja, hier Kohle und dann brauchen wir leider Stöcker. Machen uns mal kurz Fackeln. Weil die könnten noch sehr wichtig werden. So. Ich würde dann mal sagen, wir bauen uns hier langsam runter. Hier haben wir auch schon unser erstes Eisen gefunden. So, dann müssen wir hoch und eine neue Spitzhacke machen und das Eisen lassen wir dann gleich brennen. Stöcker. Dann mache ich gleich mehrere Steinspitzhacken. Eins, zwei. Ja, es passt. Zwei sollte passen, ne? Ja, es wird schon. Ich werde euch wahrscheinlich auch über das Meinen jetzt, solange wir hier unten meinen, werde ich euch eine Timelapse reinballern. Damit es für euch nicht so lang ist. Ich
Hier sind gerade draußen hinter mir kleine Kinder, die reden über das Jahr 1900. Chillig auf jeden Fall, gönnt euch. Warum? Achso, dann müssen wir es mal weiter runterbauen. Oh, nächstes Eisen, jawohl. Aber was werden wir als nächstes machen? Ich versuche mir oben bei unserem Haus, versuche ich, soweit es geht, alles auf Vordermann zu bringen, also dass wir keine Probleme mit Essen haben werden. Das werde ich versuchen. Baby. Also, ich vermute mal, das ist hier ganz normale Holzkohle, ne? Ja. Steinkohle meine ich. Was das hier oben ist, wüsste ich gerne, und was das da ist, wüsste ich auch gerne, das braune. Ich würde sagen, das braune könnte Kupfer sein, ne? So. Das Gute ist, eine zweite. Doch, was zur Hölle ist das jetzt? Andomite, und das ist Alium. Alles klar, die Höhle werden wir heute noch leeren müssen. Heißt, wir machen heute eine richtige Höhlentour. Und weil sonst könnte es sein, wenn ich das jetzt nicht alles mitnehme, dass die anderen dich davon den Ressourcen was snacken, und natürlich nicht. So, und solange jetzt das brennt. Alles klar, alles klar, alles klar. So, dann werden wir uns jetzt heute. Ein paar Stahlbetacken werde ich uns machen. Eins, zwei, drei. So, jetzt haben wir vier Steinspitzhacken. Und eine Eisenspitzhacke.
those hands and legs can't stop me. I just hold on for dear life. Yeah, I can't give up this feeling that I get when looking down from the sky. Now with you. Ich finde die Tonlage hier aber auch sehr angenehm mit dem Wasser, muss ich echt sagen. Ich weiß, dass es eine längere Folge werden wird. Davon ist auszugehen, aber ich habe ja nachher Zeit, dass das wandern kann. Ab 21 Uhr kann das 2 Stunden für mich rendern. Also zumindest ist es so eingeplant, dass ihr das Video dann, dass ich das dann so circa wieder gegen 0 hochladen kann, dass ihr das morgen früh habt. Ich würde sagen, gehen wir erstmal hoch und saven das wieder. Beziehungsweise für euch wird es nur eine kleine Zeitraffer-Ding sein. Das brauchen wir nochmal für den Trichter. Ein Eisen und eine Chest. Alles klar, 5 Eisen und eine Chest. Schon wir mal schnell dort. Und gehen wieder runter, ne?
bin jetzt nicht so der Experte, was man mit diesem Alium macht. So selten scheint es auch nicht zu sein. Aber egal, nehmen wir mit. Um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht, was man damit macht. Aber das ist ja egal. Denn als YouTuber muss man ja nichts wissen. Nehmen wir wie immer die Kohle mit. Das werden noch mal so viele Level sein, die dann da auf uns warten zu Hause. Das Ding ist halt, Dias können wir hier safe nicht finden. Ich glaube, das steht fest. Dias sind hier nicht möglich zu finden. Auf Höhe 49. Ja, aber ich würde sagen, wir sind jetzt schon wieder bei einer halben Stunde insgesamt Aufnahmezeit. Würde ich sagen, da geht ja entweder noch mehr oder soll ich in zwei Teile teilen. Komme ich Teil 2. Also würde ich sagen, schaut bei den anderen vorbei, die bei dem Projekt mitmachen, auch wenn sie jetzt nicht auf dem Server waren. Die sind in der Videobeschreibung verlinkt. Damit würde ich mich verabschieden, sage tschüss. Bis zur nächsten Folge und ciao.